Fernweh, die Reisereportage. Heute Laos, französische Prachtstraßen, der Mekong als Lebensspender und der lange Weg in die Marktwirtschaft. Wo sich der Mekong wild und schmal durch urwüchsige Natur windet, dort lebt, verborgen im Urwald, das Volk der Aini. Scheu und ein wenig ängstlich bestaunen die Kinder die Reisenden, die in ihr Dorf gekommen sind. Die meisten von ihnen haben noch nie so fremdartige Wesen gesehen. Menschen mit weißer Haut und für hiesige Verhältnisse riesengroßen Nasen. Schließlich siegt die Neugier über die Angst. Die Kinder verlieren ihre Scheu und heißen die Fremden willkommen. Laos liegt im Herzen von Indochina, zwischen Thailand und Vietnam. Die Fernwehreise führt erst auf dem Mekong, von der alten Königsstadt Luang Prabang flussaufwärts, bis an die thailändische Grenze. Und anschließend von der Hauptstadt Vientiane aus über Savannakhet und Pak See in den Süden des Landes.